Hier haben wir jetzt die SC3, also Swedish Chameleon 3, und zwar die Extension-Version, die sich dadurch auszeichnet, dass es also ein Rig ist, was über ein Element, was hier also bei der Kollegin so vom Kinn nach unten geht, vielleicht kannst du es mal kurz anzeigen, genau, das ist dieses Element mit Rohren und Zwischengelenken halt eben die ganze Rig-Achse nach unten versetzen kann. Das macht Sinn, wenn man zum Beispiel einen Camcorder benutzt. Hier haben wir jetzt vorne auf der zusätzlichen Schiene, die also inklusive enthalten ist, ohne Gelenkarm. Also der Gelenkarm, auf dem der Monitor vorne sitzt, der gehört nicht dazu, aber diese Schiene, auf der man es befestigen kann, die haben wir jetzt einfach von vorne ran gemacht. Da kann man auch eine Videoleuchte dran machen zum Beispiel. Das ganze System, wie man sieht, die Besonderheit ist, dass es über einen Hüftgurt am Körper fixiert ist, der also hinten auf der Rückseite, Dankeschön, auch einfach hier mit diesem Hüftgurt verbunden ist, mit einem Aluminiumrohr. Das hat den Vorteil, wenn die Kollegin jetzt noch einmal eine Drehung macht auf 9 Uhr, dass man hier das Rig im Prinzip loslassen kann, beziehungsweise was man nicht immer unbedingt machen sollte, auch hier das Rig einfach mit einer Hand oder mit zwei Fingern, so leicht ist es halt eben dann durch diese Stabilisation auf der Rückseite, benutzen kann. Wie die Kollegin auch gerade gezeigt hat, habe ich einen Einsatz verpasst vorne, der Follow-Fokus, der gehört natürlich auch dazu. Auch inklusive enthalten hier in diesem Rig. Ja, das ist also das SC3 Extension von Swedish Chameleon. Und das Schwesterprodukt, das haben wir auch im Angebot. Ein bisschen gucken bei uns, ein bisschen suchen, dann finden Sie es auch.